bin Dani, ich bin Brunnenmeister von Thun. Und seit 2009 mache ich den Job hier auf Thun fahren. Ich war in einer Versorgung und habe auch im 2004 den eidgenössischen Brunnenmeister angeschlossen. Wir haben hier im Brunnen eine Grundwasserpumpe drin, respektive eine Messwasserpumpe, die ist unten. Das heisst, das Wasser läuft permanent durch eine Messpanne durch und wird dann permanent gemessen. Also wenn dann Veränderungen stattfinden, bekommen wir den Alarm, dass wir es überprüfen können und dann würden die Pumpen abgeschaltet werden. Im Weiteren machen wir auch noch mehrere chemische Proben pro Jahr, wo wir einfach auf ein breites Spektrum verschiedene Werte geben. Es war im 2005, als Hochwasser war, bevor der Entlastungsstollen war, ist hier eng geworden. Und dann haben wir die Pumpen abgeschädigt lassen und hat das Wasser gesehen, oben im Lungen noch überlaufen, sodass es hier nicht überlaufen ist. Wir haben dort gleich die Wasserzähler drin, sodass er drinnen im Haus den Wasserhahn aufteilt, wenn das Wasser zählt, wenn er abgestellt, zählt es nicht. So können wir periodische Abrechnungen machen. Wir müssen genau wählen, was halt wie viel Wasser man braucht. Wir haben jetzt hier im Tunnelnetz ein System drin, das auf die Hydranten Geräusche ablassen. Und wenn irgendwo ein lautes Geräusch wäre, muss man es melden, dann gehen wir schauen, ob es ein Rohrbruch ist oder nicht. Eben bei so einem Rohrbruch könnt ihr irgendwie vergleichen, wie viele Liter da rauskommen. Jawohl, und zwar ist hier im konkreten Fall 9000 Liter Minuten raus. Das entspricht bei über 40 Badwannen pro Minute ausgelegt.